Schau, du kannst nicht Damage machen als Melee. Null, du musst immer weg. Wie ist denn das Spiel konzipiert hier? Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Falls es irgendjemand sieht. Irgendwann mal. Ich finde das nicht Melee-freundlich. Laser, komm, jetzt muss weg. Ja, jetzt kommt das hier. Wann soll ich denn Schaden machen? Ja, schau mal, der schlägt hier, der schlägt da. Wann soll ich Schaden machen, du Huren? Dann kommt der Laser, muss ich auch wieder weg. Dann kommt, ich muss nach unten. Und jetzt komme ich aus der Gestalt noch raus, oder? Wenn ich keinen mehr treffe, dann bin ich down. Gestalt raus ist down. Der Boss war schon mal in der Story. Ich krieg halt kein HP. Ich krieg kein HP, selbst mit dem Heiltrank, wegen der Skillung. Du heilst dich und du kriegst kein HP. Und dass sie den Boss jetzt nochmal mit reinnehmen, obwohl sie in der Story war, das ist ultra frech. Und Achilles bringt ja nichts. Und ich schaffe hier den Boss ja trotzdem nicht, wenn ich Achilles spiele. Weißt du, wie ich meine? Der Boss ist ja nicht tot, wenn ich Achilles spiele. Wenn es so wäre, wäre es halt geil. Hallo, wo sind die Dinger da? Digga, das ist so fies. Meine Tastatur nimmt irgendwie die Befehle nicht an. Warum habe ich eigentlich die Dinge ausgemacht? Ich dachte, das war wegen der Ding, das normalerweise an heute. Boah, das ist so fies, Mann. Das ist so frech. Kommt das hier, schau, zack, kann ich nicht hauen. Jetzt macht er seinen Griff, kann ich nicht hauen. Jetzt schießt er einmal, kann ich nicht hauen. Jetzt macht er den Laser, kann ich nicht hauen in der Zeit, nur wenn ich rübergehe. Jetzt macht er den Schlag oder mit der Kaul, genau, kann ich nicht hauen. Jetzt macht er den Schlag, kann ich nicht hauen. Jetzt macht er das auf dem Boden, muss ich weg. Macht er die Klaue, kann ich nicht hauen. Macht er den Laser, muss ich halt ausweichen. Macht er den Schuss, muss ich wieder ausweichen. Aber, Digga, was ich nicht verstehe jetzt. Schon mal, egal was ich mache. Ich krieg keine Heilung. An was liegt das? Ich glaube, der Gürtel, oder? Ich glaube, der Gürtel. Lass mich mal sterben hier.
möchte euch da mal... Warum fange ich eigentlich nicht mit vollen Heiltränken an den Kampf? Was ist das für ein Ding? Wieder einen anderen Gürtel nehmen. Ich habe den ja, glaube ich, hier drin. Und ich muss irgendwie jetzt... Wie kriege ich denn jetzt Heiltränke? Ich fange mit 0 an. Ich kriege doch in einem Boss keine Heiltränke. Einfach mal so ein Level, oder? Ich krieg ein Schild, wenn ich Heiltränke nehme, okay. Ach, für mich ist, dass es so gut ist. Oh, die sind Hardhitter, die sind echt heftig. Oder was geht? Wir waren ja, Jotag. Bin in einem wilden Gebiet, wo ich eigentlich nicht hingehöre, aber wenn man einigermaßen spielen kann, was ich noch üben muss, dann geht's eigentlich. Ich glaube, ich gehöre hier nicht hin. Aber ich krieg halt hier auch eigentlich mehr Loot, wenn ich schaffe. Okay, noch ein Level mehr schadet bestimmt nicht. Was ist denn mit den Tasten eigentlich? Also habe ich irgendein Gear, dass wenn ich die Taste drückt, wie, dass es dann nicht klappt oder so? Warte mal. Drücke 1. Ich krieg trotzdem kein Ding. Keine Haken. Schau mal. Ich krieg trotzdem keine Heilung. Was zum Fick habe ich angelegt, dass ich keine Heilung krieg, wenn ich mich heile? Ich hab ein Set hier. High Potions no longer heal you, but instead grant 54 seconds necrotic damage to melee and throwing attacks and mark for you for 4 seconds. Okay. Also nochmal, Voodoo, wie geht's? Wie war dein Tag? Was machst du? Second try. Zerex Greed, was ist denn noch mal mit Zerex? Was? Okay, ich habe ein Set-Teil bekommen. Deswegen. Handschuhe.
Okay, Handschuhe habe ich bekommen. Dann kann ich den Gürtel wieder tauschen. Okay, ich krieg. Okay, ich krieg keine Heilung, aber ich mache dann Damage. Okay. Wäre mir bei dem Bosskampf, glaube ich, Heilung lieber. Krass. Achso, ich muss da gar nicht lang. Und bei dem anderen Ding kriege ich auch keine Heilung, aber dafür kriege ich ein Schild. Oder Gewehrenteil vom Schild. Muss ich mal schauen. Muss mich halt für den Boss irgendwie nochmal ausrüsten oder so. Verstehe, warum gehen die Tasten denn nicht direkt? Aber ich muss rechte Maus das ja loslassen, ne? Aber wir werden den Boss schon schaffen. Es dauert ein bisschen, aber wir müssen halt weitermachen. Ich finde es nur schade, dass das so millionfreundlich ist. Oh, weg. Jetzt ist das so eine Art Boss, gell? So ein kleiner Boss hier. So, fertig. Fertig. So, haben wir es hier verbessern können? Hier, Offhand. Ja, Progress ist scheiße, hast du recht, ja. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Deswegen wird der Progress erweitert bis in den März, vielleicht auch April, bis mein Traumgewicht da ist. Viel weniger Leben, viel weniger Cold Resistance und weniger Spell Damage. Two-Hand. Was ist denn das überhaupt hier? Okay. Dann können wir ja raus. Wir haben es geschafft. Noch ein bisschen. Soll ich noch ein bisschen Gear farmen? Oder den Boss nochmal probieren? Das ist halt jetzt die Frage. Also das kann ich hier reintun. Was habe ich gesagt? Handschuhe oder Füße? Handschuhe oder Füße brauche ich halt dann. Movement Speed. Füße habe ich hier reingetan, weil ich mir vorher nicht sicher war. Verkaufe ich erstmal die anderen Sachen kurz. Das weg. Da sind Handschuhe und Füße. Also Füße, Handschuhe habe ich keine extra. Kriegst du mal Speed Chance, ne? Ja, Schockwaffe senkt, wenn die stop moving, lol. Da muss ich die ja tauschen. Das Arcane Boots of Evasion, Arcane Boots of Frost. Okay, wie wirkt sich das aus? Weniger Movement Speed? Ist ja kacke. Ich will bei dem Boss mehr Movement Speed haben. Dann muss ich ja das lassen und die Handschuhe vielleicht wechseln, wenn sie scheiße sind, oder? Boah, Dodge viel weniger, increased damage over time.
Was ist hier stärker? Cold Resistance. Ja, aber ich will eigentlich Movement Speed haben bei dem Boss. Nochmal kurz hier lesen. Viel weniger Resistance? Wie scheiße ist denn so ein Unique Item? Using a potion grants you... Ja, okay. Also ich finde Gears viel schlechter, aber ich kann zumindest mich heilen. Was denn hier alles? Increase Stun Duration Assistance. Increase Stun, der toll. Health und Kill Necrotic Resistance. Health und Kill ist eigentlich nicht schlecht. Yes. Aber ich kille bei dem Boss nichts. So. Ich sollte die Runen eigentlich alle kaufen, oder? Glaube ich immer. Schätze ich mal. Was habe ich? 66? What can I talk to armor weniger? 61. Wandering Spirits. Increased Spell Damage. Increased Health. Increased Physical Damage. Increased Melee Attack Speed. Nee, das ist schon mal eine Füße. Increased Movement Speed. Meine sind auf 18, habe ich auch. So, nee, ich habe die da. Increasing, also throwing critical strike ist halt auch, glaube ich, werfe ja nichts. Take care. Achso, leveln. Fette Daten sind nur live. Geil, geil. Okay, hier 5 rein. Aber hier sind aber auch 5, sehe ich gerade. Naja, hier sind auch 5. Hier tun wir 89 Punkte rein. Wie soll denn das gehen? Ich 65. Ach ja. Irgendwie gefühlt ändert sich das jeden Tag. Also auf einmal auf... Lol, das ändert sich irgendwie. Ich habe das alles so gemacht. Das habe ich gemacht. Dann bin ich hier auf 3, 4. Dann bin ich hier auf... jetzt ist hier 5. Ja. Doch, passt schon. Dann bin ich auf 5. Dann bin ich auf die Hand. Dann bin ich 10 nach oben. Und dann bin ich hier 4. Jetzt gehe ich auf 5. Genau. Und dann... Ja, okay. Dann hier 10 rein. Was ist das? Use a potion, you take less physical and necrotic damage for 4 seconds. But the person of your health is drained each second. Boah. Ich musste auf Englisch stellen, weil das Deutsche war so schlecht, dass man das, den Text auch nicht verstanden hat. Also jedes Mal, wenn ich einen Heiltrank nehme, dann für 4 Sekunden kriege ich weniger necrotic physischen und necrotischen Schaden. Aber meine HP sinkt wieder. Brutal. Okay. Ich müsste aber eins weitermachen. Ich brauche Heiltränke. Krass, 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 krasse Scheiße. Ich muss mal hier Heiltränke holen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch nichts, was so Heiltränke pusht. Also der Boss, den ich da gemacht habe, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, den habe ich ja schon besiegt. Der war in der Story. Und da habe ich auch mehrfach probiert und habe auch eine Stunde oder länger gebraucht, den zu schaffen. Aber jetzt ist der nochmal. Jetzt ist der nochmal hier in diesem Endgame, wo du so diese
Du diese komischen Zeitdinger da immer freischaltest. Und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der... Ich muss das machen, um weiterzukommen. Ist halt schon frech. Ich warte, bis ich meine Gestalt wieder habe. Hier schon. Wie viel droppt denn hier? 58%. Ach so, lol, wie krass. 48% increased rare drop. Krass, 48% mehr rare schauen auf einmal hier. Na, hier mache ich weiter. Du Scheiße, wieso so viel? Boah, das habe ich gar nicht beachtet auf sowas. Ich dachte mir schon, was hier alles droppt auf einmal. Das sind bestimmt keine Sachen, die ich brauchen kann, aber es droppt halt sehr viel hier. 48% Erfahrung, 52% mehr Rare-Sachen können droppen. Ich hoffe, es droppt mal irgendwas für mich. Wäre auch nett. Das wäre lieb. Haben sie das so gesperrt, dass wenn man echte Maustaste gedrückt hält, nicht mehr was anderes drücken kann, oder was? Kann das sein? Kuh. Ich muss dann erstmal den Schlag komplett ausführen. Das war aber bis jetzt nicht so. Ich konnte die Schlagreihenfolge reintun in das Ding. Das hier. Noch mehr. Jetzt habe ich 5 Potions. Aber lustige was hat, es sind immer so viele Heiltränke. Immer wenn du nicht maximal Heiltränke hattest, sind immer Heiltränke gedroppt. Jetzt droppen gar keine mehr. Wie viel kann ich tragen? Ah, das sind bloß 3 bei dem Gürtel. Ja, okay, verstehe ich. Da muss ich wieder den Gürtel mit 5 anlegen. Ja, es sind bloß 3 bei dem, weil das halt so ein... Ja, okay, was für ein Blödsinn, ey. Irgendwas Wildes hier. Krass. Ach so, ja, okay, da muss ich es auch noch ändern. Anderen Gürtel brauche ich auch noch. Muss ich meinen alten Gürtel wieder nehmen. Ja, ja, okay. Was ist denn jetzt schon wieder gedroppt? Welche sehr, sehr wichtigen Sachen. Poison Resistance. Increase Physical Damage. Increase Minion Health. Aber Minion Health. Viel weniger Leben. Poison. Necrotic Damage. Minion. Ich habe ja gar keine Minions. Halt so ein bisschen ausnutzen hier, wenn ich jetzt nicht sterbe, dass die Loot so gut ist eigentlich. Aber bis jetzt konnte ich mir nicht verbessern durch den Loot hier. Aber alles zum Verkaufen, bis jetzt für Händler hier.
Oder für eine andere Skillung, das weiß ich. Ich schlage auch viel langsamer zu. Increased Melee Attack Speed 4. 4 habe ich. Attacks brauche ich 130, ich habe 4. Irgendwie habe ich das jetzt mit dem Skill falsch gemacht. Den Gear. Ich merke schon, dass ich langsamer zuschlag. Ich gehe deswegen auf die Fähigkeit nicht so schnell. Wisst ihr, ich schlag viel langsamer zu und krieg auch viel weniger Health. Hä, seit wann geht denn das echt so lang? Was habe ich denn wieder? Pausch, habe ich darauf nicht geachtet oder was? Okay, okay, das war jetzt wegen dem Gear irgendwas komisch gemacht hier. Was denn hier ins Inventar? 5 Potions, Increased Health und plus... Ja, den würde ich sogar fast nehmen. 100... Ward 100, Gained und Potion Use. So, nochmal ein bisschen Gear ausgetauscht aus der Tasche hier. Ich glaube, der Helm ist neu, bin ich nicht sicher, weil irgendwie hatte ich keinen an. Handschuhe umgezogen, Relikt umgezogen. Gürtel habe ich jetzt auf 5 Potions hoch. Und Werte haben sich verändert, bisschen weniger Leben. Waffe habe ich jetzt noch nicht drin, jetzt haben wir die Waffe wieder rein. Genau, Waffe habe ich nicht drin. Achso, das dachte ich ist Kopf, deswegen hatte ich keine Waffe mehr drin. Ich dachte, das ist Kopf. Schauen wir mal hier wegen dem da. Cold Resistance geht halt krass. Achso, zu wenig Leben. Das ist, also diese Amulette, diese legendären sind frech. Sind eine Frechheit. Du hast dann gar nichts mehr irgendwie. Ist die gut? Nee, wieder weniger Leben. Okay, wo war man noch nicht? Hier. Oh, perfekt, gerade als meine Gestalt abgelaufen ist. Aber wie viel Legendaries droppt mir? Alter, wie krank. Wie viel Legendaries droppt mir? Ja, mal das Schild wegtun. Das kann ich eh nicht anziehen. Aber Resistance sind jetzt weniger von besonders von Cold. Ich bin mir nicht sicher. Schon ein Schild. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass der Boss diese eine Welle ist Kälteschaden. Also die Welle sieht zumindest wässrig aus, feucht aus. Aber mir fehlt auf jeden Fall Increased Attack Speed. Da hatte ich mal, ich glaube, da hatte ich da nicht mal bestimmt 50, 60 oder 100? Ich habe irgendwelche Items. Ich habe keine Items mehr, die Attack Speed geben. Das ist schade. Aber das ist wichtig. Okay, dann bin ich durch. Mehr ist hier nicht. Okay. Sehr, sehr viele Sachen gelootet.
Ich habe jetzt auch wieder 5 Heiltränke und ich hoffe. Yes. Ich hoffe, dass ich. Take care. Das Tab ist full. Okay. Sort. Tausend. Ach so. Ja, geil. Das ist echt ein Tab. Gut. Yes. Ich könnte das jetzige Gear, was ich noch habe, ein bisschen aufwerten. Schuhe. Cold Damage. Dreier-Set, das ist Halva Stand. Okay, okay. Schauen wir mal, was ist da dran, wer besser oder schlechter. Mehr Cold Damage. Weniger Movement Speed, 43%. Dafür mehr Cold Damage. Wäre halt ultra geil, aber ich kann nicht so langsam laufen. Aber reicht doch, die reichen auch. Ja, das ist, passt schon, so, das ist besser. Okay, krass. Ah, die Tüftelerei ist halt hier schon wild. Take care. Also, ich würde eigentlich den Boss nochmal probieren jetzt, aber ich würde lieber noch ein bisschen farmen wollen. Aber ich teste ihn jetzt mal. Ich teste ihn jetzt mal. Werd eh wieder durchdrehen. Also werd glaube ich keine Chance haben. Also, guck mal, wie wenig Leben ich anfange. Ich wollte weg, aber irgendwie. Ich hab nochmal umgedreht, ich wusste nicht, dass es auf mich kommt. Hab dann gedrückt Speed-Taste, aber ich hatte glaube ich Cooldown oder so. Boah. Nicht in der Form und und so viel Schaden, klar. Weg, 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 weg. Kann ich mich jetzt heilen? Geht das? 1. Ja, es zählt wieder. Geht zwar wieder so gleich sofort runter, aber egal. 1, ich habe diese Fähigkeit. Oh mein Gott, fast tot. Raus, war weg. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Weg, 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 weg. Ich krieg kein Damage drauf. Weg! Wow, 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 knapp! Maserflower, ey! Na!
Wo ist so ein Tentakel? Will ich meine Gestalt verlieren, du Arsch. Ich hab ein Leben, Alter. Ich weiß nicht, welche Fähigkeit er macht gerade. Okay, das Laserdings, okay. Nein! Ich hatte diese eine Wave geone-shottet in der dritten Phase. Du blöder Hurensohn, Mann. Du blöder, also Wahnsinn. Good try, aber die dritte Phase ist krass. Da hast du diese Blitze noch zusätzlich als Ausweichen und noch diese Wellen hier, die kommen da. Boah. Den großen, den kleinen Kreis, sein Spucker, sein Schießen, sein Zuhauen, sein Greifen. Sein Laser ist krass. Ich brauche einen Lucky Try oder so. Also ich brauche halt echt Glück, dass ich das überhaupt schaffe. Irgendwie. Ich glaube, der Anfang jetzt tötet mich sogar, wenn er jetzt einen Laser macht, sogar wenn ich jetzt hier nicht aufpasse. Wow, muss ich rüber. Das ist auch krass. Jetzt macht er den Schlag, oder? Was? Der hat sich so nicht an seiner Route gehalten. Cold and Lightning, Killing Blow. Ich sag doch, Cold and Lightning ist bei dem. Das glaube ich, habe ich am wenigsten. Cold doch 75. Lightning 41. Geht. Enemies penetration 75. Das penetration applies after resistance. So kept extra resistance up to 50. Das ist nur Effekt. Also bis 75 brauche ich das. Darüber hinaus hat es keinen Effekt. Achilles ist härter, kann sein. Je nach Schwierigkeitsgrad. Na klar. Das kann sein, ja. Das ist ja mehr so Elden-Style, Elden Ring-Style-like. Jetzt macht er nochmal den Laser. Schau. Jetzt macht er nochmal den Laser. Jetzt ist es auch One-Hit. Jetzt greift er zu. Jetzt schießt er den Laser hier. Jetzt macht er, hä? Und jetzt schlägt er wieder zu, bin ich aus der Gestalt raus, muss ich aufpassen. Jetzt schlägt er nochmal zu. Jetzt macht es weg. Oh mein Gott, das ist auch One-Shot. Physical. Physical. Ich weiß nicht, wo Physical ist. Physisch. Was da physisch? Resistance 22. Da brauche ich ja doch 75, glaube ich, ja. Ist krass. Was soll ich sagen? Ist krass. Hier noch ein bisschen Schaden. Ist
Stunt Chance bringt mir nichts. Minion-Leben bringt mir auch nichts. Health pro Sekunde. Hier könnte ich noch... hier könnte ich noch Ding reinmachen. So brauche ich gar nicht schon. Ich habe es ja drüben auf der anderen Monitor. Hier könnte ich noch Increased Damage oder Critical Strike Multiplier. Achso, nee, ich will Prefix, ja? Wieso geht das nicht? Crit? Melee Attack? Ah, Speed! Wäre natürlich auch gut hier. Attacks bräuchte 30. Increased Damage? Melee Crit? Warum geht das nicht? Melee... Ja, Annie. You have no chance at match. Ich habe vielleicht die Chance nicht mehr, oder was? Wie, ich kann nicht mehr Crit machen? Prefix. Min Health Mana, denkst du, Cast Speed? Critical Chance Strike. Ach so, das ist das. Melee Crit, aber Melee. Ey, wieso bin ich da raus? Hier. Cast Speed, Melee Attack Speed, Throwing Damage, Intellect, Melee, Lead, Stärke. Das ist das Crit Strike Chance, aber das habe ich. Da ist aber Multiplier steht da. Das habe ich extra auf Englisch gestellt, aber steht doch nicht genau so. Speed. Hä? Da steht doch hier sogar Speed. Cast. So, das ist Cast Speed. Cast Speed. Crit Strike Chance. Melee Attack Speed. Schau mal. Ist doch da. Ich gebe Speed ein. X. Hä? Melee Attack Speed. Kann ich aussuchen. Ja, auf Deutsch hat es geklappt, lol. Ich weiß es nicht genau, warum ich nicht weitermachen kann. Habe ich keine Steine mehr oder? Oder wieso? Ich verstehe das oft nicht. Ja, es hat doch Schmiedpotenzial genug hier. Lass mir das mal für später. Physical Resistance, wichtig. Habe ich noch von denen? 57, das passt. Level of Ripplet. Fix ist maxed, okay. Endurance, ich weiß nicht, was das heißt. Endurance Threshold. Was heißt das? So, nochmal versucht, das Gear zu upgraden, aber irgendwie hat es nicht alles so gefunzt, wie ich wollte. Immer mal Hälfte drauf, oder? Okay, dann hat das Health hier geklappt. Hier sind wir fertig. Dann mal Attack Speed drauf gemacht. Hier hat's Health. Schuhe. Können nicht. Kopf habe ich schon, da geht's nicht weiter. Kette. Kette könnte ich noch hier. Ward gained on kill. Naja, ich habe Killings, Freeze Rate Multiplayer und Cold Resistance.
Chance to shred and hit. Chance to shred, ja, man hit. Das ist sehr gut, finde ich. 1 zu 24? Schon, was hier noch geht hier. Achso, es geht nicht auf alles die gleichen Sachen. Dodge Rate Physical Resistance. Das würde ich machen. Das habe ich fast gar nicht, ey, leider. Okay. Und das dann noch. Okay, das haben wir jetzt auch ein bisschen verbessert. Mit den Ringen, haben wir die eigentlich schon verbessert? Nie, oder? Spell Damage. Dodge Rating. Elemental Resistance. Wie schaut's aus mit Elemental Resistance eigentlich? Was ist denn? Hier ist Lightning. Fire habe ich 0. Poison. Ist Elemental nicht Lightning? Doch, oder? Elemente müsste doch Lightning sein. Wenn es da nicht steht, schauen wir mal. Wie viel habe ich jetzt hier? 31. Aber es steht halt nirgends. Cold fehlt halt noch ein bisschen leiser, leider. Okay, 73, wenn ich weitermachen muss. Okay, das ist wieder Levelbegrenzung. Damage over time. Jetzt habe ich auf einmal wieder. Achso, ich habe es nicht angelegt. Ja, jetzt habe ich 50. So, ja, okay. Ich habe es da nicht angelegt. Ja, scheiße, ich hätte es anlegen müssen. Damage over time, health, endurance. Hier können wir noch ein Prefix machen. Was machen wir da noch drauf? Damage over time. Cold Damage. Increased Heal Effektivität. Physical Damage. Geht nicht Crit? Nee. Physical Damage. Was fehlt mir noch hier? Light. Wie viel brauche ich? Increased Damage 600%. Ich hoffe, das ist Physical. 600% Damage steht das. Ich hoffe, das ist auch Physical gemeint. Elemental Damage kann increase. Dann machen wir halt das drauf. Okay. Dann könnten wir noch eins upgraden. Damage over time oder Health Regeneration. Okay, dann sind wir durch. Okay. Nur mal schauen. Hier geht's nicht weiter. Na, außer hier, aber wir behalten uns das. Hier geht's gar nicht. Da haben wir schon. Da können wir nichts mehr machen. Der Ring. Der Gürtel müsste noch gehen. Der Gürtel müsste noch gehen, ja. Physical Resistance, sehr wichtig. Also wir tun aber erstmal hier so ein Main-Ding drauf. Geht auch Physical Damage hier eh schon wieder. Increase Cold, Damage, Increase Poison, Void Damage, Void Invalent Level. Haben wir auch Physical hier drauf. Ich hoffe, das ist auch das Richtige, oder? Und Physical Resistance finde ich wichtig. Okay. Mehr geht hier nicht.
So, den Ring haben wir auch. Das ist halt Ende. Passt. Robe haben wir. Da geht nichts mehr. Waffe haben wir eh gemacht. Müssen wir noch leveln. Kopf haben wir gemacht. Da müssen wir, glaube ich, auch noch leveln. Und die Kette. Mehr Kette. Mehr geht nicht aktuell. So, mal die ganzen Sachen hier rüber tun in ein Inventar hier. Dann mal schauen, ob ich das jetzt noch, ob das noch mehr geht. Pushen. Sortieren. Also wir haben Vitality und das passt. Increased Healing Effectivität und Necrotic Resistance. Was haben wir denn hier? Chance Poison, Increased Stun Duration. Health on Kill. Chance Poison. Increased Physical Damage. Increased Minion Physical Damage. Nicht unbedingt wegen Minion. Increased Stun Duration, Increased Physical Damage, Increased Physical... Oh, jetzt aber... Warte mal, ich muss das zweite... Poison Damage, Increased Health and Kill Chance... Das ist aber auch nicht schlecht. Increased Physical Damage ist gut. Increased Physical Damage... Increased Physical Damage... Void Damage... Necrotic Damage... Minion... Necrotic Physical Damage. Increased Necrotic Minion. Physical Resistance. Ganz wichtig. Dodge Rating Poison Resistance. Increased Lightning Minion Mana. So, was haben wir hier? Car Speed. Dann haben wir hier Increased Cold Damage over Time. Das ist für Mage, brauche ich gar nicht. Kann ich nicht wegtun. Physical Resistance muss ich unbedingt reintun. Unbedingt reintun. Critical Strike for Skelett. Increased Spell Damage while low on health. Dann habe ich eigentlich. Increased Cooldown. Recovery Speed with Transplant. Increased Minion Fire Damage. Poison Spell Damage. Nee. Reflect Damage, Increased Physical Spell Critical Chance und Potion Health Converted to Ward. Weiß ich nicht. Increased Physical Spell Chance for Summon Rise of Summon. Chance for Summon Rate to Summon a Physical Spell Critical Damage. Brauche ich das? Increased. Nee, eigentlich nicht. Fire Resistant, Cold Resistant. Increased Cold Damage Resistance muss ich ja schon. Increased Stun Duration. Void Resistance. Lightning. Das ist Poison. Okay, kann ich das reintun? Das ist wegen Physical Resistance. Lass mich das mal raustun hier, die ich drin hatte. Das ist eh wieder so ein Gebastelscheiß dann. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Leider kann ich es nicht drehen hier. Okay, ich würde auf jeden Fall... Aber das ist halt Zombie-Scheiße, brauche ich nicht. Wie schaut es eigentlich jetzt aus mit dem Ganzen? Wo fehlt's denn? Also Physical hätte ich ja schon genug. Wow, jetzt habe ich Physical mehr als genug. Okay, ich habe das zu hoch gepusht, aber gut, wenn ich eins ablege. Also Physical nicht mehr so wichtig, habe ich genug. Poison habe ich. Nekrotisch fehlt mir und Lightning und Fire. Kann ich das gleichzeitig aufhaben? Ja. So, aber Increased Physical Damage. Ich brauche auch Increased Physical. Okay, warte. Okay, das ist wichtig. Gesundheit und mehr Dings da. Mehr Leben. Keine Ahnung. Ist mal dahin. Habe ich. Vitalität 2. Okay.
Wie, warte mal kurz, das bräuchte ich auch. Also das bräuchte ich nicht mehr. Physical Damage? Wie ist Physical Damage? Das ist alles Physical Damage, ne? Was ich brauche, ist diese Scheiße mit dem Leben, aber das habe ich nicht. Also warte mal, Physical Damage ist wo? Ab hier, 291. Ich brauche 600? Jo. Habe ich das ist... ich habe doch... Habe ich keins so ein großes rausgeholt hier? Habe ich da keins, was ich brauche? Das könnte gut sein. Hier mit, aber schon wieder Competitor Ward. 60% Increased Spell Critical. Das brauche ich nicht, habe ich gesehen. Ja, okay, okay. Sorry.